Alter, sag mal. Oh, Scheiße. War ich für die Hunde abknallen? Lass mich doch mal nachladen, ey. So, ganz ehrlich. Hier finden jetzt keine Kämpfe mehr statt. Nicht schießen. Ey, sag mal, von was träumst du denn nachts? Ihr habt gerade versucht, mich abzuknallen. Oder? Okay, du bist ein Sklave. Bei dem mache ich nichts. Alles gut. Du bist auch nur ein Sklave. Dich lasse ich am Leben. Ihr könnt nichts dafür. Also... Ich bin wirklich mal gespannt, wie viele Level das Spiel hat. Mit den DLCs natürlich, die wir auch zusammen durchspielen werden. Hoffe ich doch. Ne, der Rest von denen ist tot. Und hier schlief der König, oder was? Oh, wer badet da denn freiwillig? Oh, tolle Toiletten, hey. Ja. Wow, jetzt sich bestimmt jeder gefühlt wie im Fünf-Sterne-Hotel. Hm. Hi, Freddy. Alter. Ja, moin. Wer schießt da? Ach so, das ist meiner. Ach, alles gut, ich lebe doch noch. Ich hab gute Neuigkeiten. Ah, sehr schön. Genau das, was wir brauchen. Geil, ich glaube, wir sind fertig. Es gibt aber auch schlechte Neuigkeiten. Das Tor ist verschlossen. Wir können ihn nicht rausbringen. Ja. Der Oberst, Damir hier. Wir haben den Tank gesichert, aber es gibt ein Problem mit dem Tor. Verstanden. Dann gehen wir zu Plan B über. Atjom. Gleich heißt es Atjom. Mach dies oder mach das. Das Kabel hier, okay. Dieses hier. Ah, sieht nach einer ordentlichen Festung aus. Scheiße, ich habe keine Heilung mehr. Damir, kann ich noch mal da rein? Vor unsere Festung anzugreifen. Oh doch, mein Freund. Vor eurem Mut. Aber es wäre eine Vergoldung, euer Leben einfach so wegzuwerfen. Abwarten, ich komme, knall ich ab. That's true. Nimm die Waffe runter und komm hoch. Ansonsten müssen wir ein sinnloses Blutbad veranstalten. Mach ich doch gern. Naja, und seine Leute liegen doch hier schon alle tot. Wir benutzen die Leiter, sonst sterben wir. Das kennen wir ja. So, aber... Ey, mein Freund, wie komme ich denn jetzt rauf? Nee, hier. Ja, ach da. Nee. Mach das. Cool. Wo bist du? Das Tor und lasst unseren Gast herein. Genau. Ich habe einen Plan. Oh Mann. Das so eine gute Idee ist, ich weiß nicht. Komm hoch, wir fassen dich nicht mal an. Okay. Das Gute ist ja, dass wir mit Waffen rein dürfen. Ja, wenn wir nicht aus dieser Wüste verschwinden, sind wir so gut wie tot. Ja,
Komm her! Ja, ich werde tun, was ich kann. Mach einen Bogen um die Stinker und dann weiter. Ach, verdammt, es sind zu viele, um sie zu zählen. Der Boss hasst Gestank. Scheiße. Wer ist denn jetzt der Boss hier? Boah, das sind echt viele hier. Oh, das sind echt viele hier. Hui. Also, ich hätte die ruhig abgeknallt, aber ich darf nicht. Okay. Oh, die wissen wohl schon alle Bescheid. Der sieht nach einem Boss aus. Ja, ich... Junge... Wer das hier auch eingerichtet hat, ne? Ohne Scheiß, der gehört bestraft. Ging nicht. Ich musste sie retten. Es ging nicht anders. Ich musste. Scheiß Waffe. Ja, das... Ich nicht sterben will. Noch nicht. Hä? Wo? Ja, wie gesagt, ging nicht anders. Ah, ich hab jetzt... Eigentlich habe ich die falsche Waffe noch am Mann, ne? Ach, von oben. Oh. Ich komme hoch. Ah, nochmal runter. Scheiße. Ich muss Waffen tauschen. Keine Munition mehr für die anderen. Großartig. Aber ich konnte nicht zusehen. Was? Nicht nochmal, oder? Okay. Komm hoch! Wir fassen dich nicht mal an! Es sei denn, du möchtest das. Schatz. Das gefällt mir nicht, aber es gibt keine andere Möglichkeit. Wenn wir nicht aus dieser Wüste verschwinden, sind wir so gut wie tot. Was hast du gesagt? Wenn ich dir ein verdammtes Wort über dieses Mistkühl höre! Komm her! Ja, ich werde tun, was ich kann. Doch, ich glaube, ich werde sie wieder töten. Doch. Es sind echt viele und wenn ich hier wirklich alle abknallen muss danach. Ja. Jetzt die Frage, ist er hier der Boss? Er ist der Boss. Tatsächlich, guck, ich glaube, die sie gleich rausholen, das ist sie da. Ist sie das? Nee, das ist jemand anderes. Waffe wegstecken. Nein! Das war H, ne? Genau. Tut mir leid. So, jetzt aber nochmal. Nein, ihr werdet nicht sterben. Ich bin da. Alter. Boah, Junge. Jetzt habe ich aber Schuss. Meine Fresse. Aber Heilung wäre jetzt echt vom Vorteil. Scheiße. Ich muss wirklich extrem vorsichtig sein.
Okay, also da habe ich jetzt irgendwie nicht so großartig jemanden gesehen. Oh. Da. Ich habe ihn gesehen. Was war noch einer? Muss natürlich aufpassen, dass ich kein, Okay, da. Nee, das ist ja jetzt... Von wo, Mensch? Das Arschloch. Scheiße, auf die Person habe ich vorhin nicht geschossen, weil ich dachte, das wäre ein Sklave. Scheiße. Ich sehe halt auch nicht, wo die sind, ne? Da. So, jetzt muss ich aber laufen hier mal. Okay, man kann nicht durch Gitter schießen. Also durch dieses Gitter, was da ist, kann man nicht schießen. Läuft gut, Leute, oder? Ja, ne? Also genügend Munition haben wir auch. Oh, keine Musik. Okay, da konnte ich aber mal durchschießen. Wie, der hat gar nichts gehabt? Echt jetzt? Klasse. Okay, so komm. So, wo ist das Arschloch? Von der anderen Seite verschlossen. Dieser Feigling. Tja, an seiner Stelle würde ich aber auch flüchten. Oh, Vorsicht. Ja. Wir müssen diese Hunde töten. Was ist los? Wir müssen kämpfen. Scheiße. Wer hat mich denn gerade abgeknallt? In ihr gewinnen immer die Starken. Unsere Stärke liegt in unserer Einheit, in unserem Glauben, der uns zusammenhält. Durch diesen Glauben können wir sie behüten, anleiten, davor beschützen, in der Wüste zu verschwinden. Aber du, zeig dich. Warum spricht er nicht mehr? Keine Ahnung. Artyom, ich will da rein, bevor ich will hier auch mit rein. Ich hab
keine Heilung mehr. Fange ihn und öffne die Tür für dich. Ich warte. Warte. Ja, sage ich doch. Oh, es ist Heilung. Oh, danke dir. Nice. Hab ich gar nicht gesehen. Oh, lala. Wie kann ich den Molotow werfen? Wie geht denn das? Okay, jetzt wäre mein Snapper-Gewehr natürlich perfekt. Jetzt wäre das Snapper-Gewehr doch perfekt. Was? Der lebte noch immer? Was? Alter Fighter, der war ja unsterblich. Okay. Vor allem, wo soll ich mich denn verstecken? So, wie kann ich... Steuerung. Tastatur. Waffen. Wo willst du hin, du Schwätzer? Keine Ahnung. Und ich sterbe. Ach Mann. Nochmal. Ich hab vergessen meine Heilung. Wo willst du hin, du Schwächer? Ich war hinter der Tonne. Oh mein Gott. Ich war hinter der Tonne, Alter. Scheiße. Ich war hinter dieser beschissenen Tonne. Aber ich habe keine Ahnung, wie man hier Handgranaten wirft. Wo willst du hin, du Schwätzer? Da bist du ja. Okay, hab. Oh mein Gott. Oh, auch dieses Spiel hat seine Macken. Und das ist eine davon. Also erstmal ist es dumm, dass der Typ da stehen bleibt, ne? Ist er tot? Ist er tot? Nein. Ich glaube, jetzt ist er tot. Ich glaube, jetzt ist er.
Puh, wir haben es geschafft. Sieh dir das Blutbad an. Ja. Ja, musste ich. Die wollten mich töten, mein Freund. Was war das? Oh, beeindruckend. Das ist also der Plan, von dem Gyul sprach. Was zum Teufel geht das? Wir haben es geschafft, Leute. Wir haben es geschafft. Geschicke Leute, um euren Rückzug zu decken. Die Tür gibt nach. Brechen wir sie auf, Artyom. Die Tür gab echt nach? What? Also, es sah mir nicht danach aus. Oh, scheiße. Warum? Was macht sie denn da? Er wird abgeknallt und wir springen schnell hin und retten sie. Bin ich mir sicher. Oder auch so. Das funktioniert natürlich auch. Gut geschossen. Tor offen. Der Kesselwagen wird angekuppelt. Du gibst meinen Leuten Hoffnung. Das werde ich niemals vergessen. Aber für mich hat dieser Krieg erst begonnen. Ich muss ihn zu Ende bringen. Mach das. Niemand hält dich auf. So, Damir, was machen wir? Lass uns gehen, Artyom. Danke, dass du meinen Leuten geholfen hast. Immer gern doch. Oh. Das muss Spaß machen. Du bist wieder zurück, Geliebter. Ich hatte mir große Sorgen gemacht. Alles gut, mein Schatz. Bin wieder da. Wir haben gesiegt. War geil. War geil. Neue Ordnung freigeschaltet. Sklaventreiber an der Küste des ausgetrockneten Meeres. Wie viele Monster sind durch den Krieg entstanden? Vielleicht waren sie schon immer da und der Krieg hat ihnen lediglich die Gelegenheit geboten, sich auszuleben. Ja. Und jetzt müssen wir sie für immer ertragen? Wie auch immer, wir können es uns nicht leisten, die Hoffnung zu verlieren. Wir kommen unserem Traum immer näher, einen Ort zum Leben zu finden, frei von Strahlung und Mutanten. Die Karten, die wir in der Wüste gefunden haben, zeigen uns mehrere vielversprechende Optionen auf. Und jetzt warten wir alle gespannt auf die Entscheidung des Obersts, wohin die Aurora als nächstes fährt. Im Moment rollt der Zug ruhig nach Osten. Die Mannschaft ruht sich aus. Und Stepan hat Katja einen Antrag gemacht. Einen Antrag, den sie nicht ablehnen konnte. Okay. Ja, warum nicht? Oha. Da ging es ja zur Sache. Ihr Körper ist schon echt mitgenommen, ne? Du hast schon lange hinter uns gelassen. Und trotzdem hält er noch an. Ja, du hustest schon die ganze Zeit, auch vor der Wüste schon. Das Zeug ist schrecklich. Jedenfalls geht es mir jetzt besser. Oh, sehr schön. Danke, Stefan. Wir sind gleich da. Sollen wir gehen, Artyom? Oder noch etwas bleiben? Ach so, ja. So dann bleiben wir halt noch ein bisschen. Das kann ruhig warten. Weißt du, Artyom, ich habe mir Stefan und Katja, dich und mich angesehen. Und gedacht, was für ein Glück wir haben. Bei meinen Eltern war das ganz anders. Es war echt übel. Habe ich dir jemals erzählt, warum meine Mutter gestorben ist? Natürlich nicht. Es lag an Papa. Damals war er noch übler drauf. Kam von der Kaserne nach Hause und griff schon nach der Flasche, während er noch seine Stiefel auszog. Dann stritten sie sich und er kam eine Weile nicht mehr nach Hause. Und in seiner Abwesenheit begann sie auch zu trinken.
Wenn sie nüchtern war, weinte sie. War sie betrunken, fühlte sie sich besser und war sehr verträumt. Weißt du, wie sie mich nannte? Einfach nur A. Sie drückte mich und sagte, eines Tages, A, werden wir beide nach Vladivostok gehen, meine Geburtsstadt. Und okay. Von dort zu einem Dorf an der Meeresküste. Ich war damals 5 und begriff nicht viel davon. Aber das Dorf an der Küste konnte ich mir lebhaft vorstellen, weil ich ihr glaubte. Und dann brachte sie sich um, trank irgendein Gift. Nach ihrem Tod hörte Vater auf zu trinken. Er schenkte mir nie viel Aufmerksamkeit. Aber da sie weg war, ließ er mich nie allein, nahm mich überall mit hin. Wir sprachen allerdings nur wenige Male miteinander. Ich hatte eine Puppe namens Shanna. Ich spielte immer, sie sei meine Tochter und wir würden zum Meer gehen. Vater versteckte sie irgendwann, sagte mir, sie sei verloren gegangen. Vermutlich wollte er nicht, dass ich unter Mutters Traum litt. Dann stellte ich mir vor, sie wäre groß geworden und nach Vladivostok gegangen. Und jetzt gehe ich. Nicht nach Vladivostok, aber mit dir. Der Traum ist wahr geworden. Übrigens habe ich mich immer gefragt, wovon Vater so träumt. Er müsste doch auch Träume haben. Was ist es wohl? Ein höherer Rang? Alles wäre möglich. Wahrscheinlich. Was würden die Geretteten dann tun? Im Untergrund herumsetzen? Ich habe ihn nie verstanden. Auf was hofft er denn in seinem Leben? Was macht ihn glücklich? Vielleicht gar nichts. Er hatte nie wirklich Zeit, über das Morgen nachzudenken. Unten in der Metro kommen solche Gedanken nicht auf. Hier an der Oberfläche hingegen. Ich zum Beispiel möchte etwas Bestimmtes machen. Ich möchte barfuß durch den Sand laufen. Eine Sandburg für die Kinder bauen. Ich denke da an 2, ein Junge und ein Mädchen. Der Junge wäre ein Abbild von dir. Wir würden schwimmen gehen. Die Berge hinter uns. Holzhäuschen am Strand. Die Sonne würde uns täglich begrüßen, wenn sie sich aus dem Meer erhebt. Okay. Dieser Hafen ist unser Ziel. Es lohnt sich, dorthin zu gehen, selbst wenn wir die halbe Welt durchqueren müssen. Jeder sollte ein Ziel haben. Ein Punkt auf der Karte, der ein erstrebenswertes Ziel ist. Ein Ort, an dem man endlich glücklich sein kann. Unsere Jungs haben alle ein eigenes Ziel. Duke hatte 1. Wir sind aus der Metro ausgebrochen. Duke? Jetzt zerstreuen wir uns. Wer war denn nochmal Duke? Das habe ich komplett vergessen. Zuerst sind wir noch gemeinsam unterwegs und suchen. Aber letztendlich wird jeder von uns einen solchen Punkt finden und dort bleiben. Ich weiß nicht, wohin es meinen Vater zieht. Auch weiß ich nicht, wohin es dich zieht, aber ich weiß, dass ich dich liebe. Und zwar sehr. Okay, ich glaube, wir sind hier fertig. Los, Artyom. Ich ruhe mich noch etwas aus und komme später dazu. Machen wir. Ah, okay, es wird gerade gespeichert.